sich doch so für mich von hinten erschießt. Herzlich willkommen wieder bei Vega 12 und Leon erschießt Helena von hinten oder auch nicht. Ja. Ich meine natürlich, wir sind Ebene 6 hier bei uns mit Sefi, das bin ich, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Und der tolle Newtis, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Yay! Moin, so. Moin, Leute! Wir stürmen einmal das Innere der Katakomben. Wo hast du dich denn gerade hingesetzt? Zum Kartenleser, warum auch immer in der Kirche ein Kartenleser ist. Das wurde wohl nachträglich modernisiert. Also das macht man wohl, wenn man so von Modernisierung einer Kirche spricht. Ah. Da meint man dann, dass man Kartenlesergeräte in eine Kirche einbaut, um die Katakomben zu schützen. Vor? Grabräuber. Ja, da liegen immer heilige Gebeine von irgendwelchen heiligen Personen und die sind sicherlich wertvoll. Ja. Du kannst zumindest sie der Kirche zurückverkaufen. Aha. Die würden bestimmt viel Geld dafür zahlen. Ich habe es noch nicht ausprobiert und ich rate auch niemanden dazu, weil es kriminell ist, aber es bringt bestimmt Geld. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ja, für mich sind irgendwie Kirchen immer so arm. Aber das ist wahrscheinlich jetzt Spendengeld. Naja, es gibt ja diese kleinen örtlichen Kirchen. Und es gibt diese... Ach nee, hier sind wir. Und diese, großen Kirchen mit Katakomben, weißt du, vergleich mal den Kölner Dom mit unserer kleinen Kirche in Ganakesee. Dann weißt du, was arm und reich ist. Ja. Warte mal. So. Eins. Hier haben wir die 12. Ich guck mal rein. Hallo. Sieht sich aus. Das war irgendwas mit einer 2. Oh, vorne. Bist du? Da. Achso. Ach, das ist doch klar. Ah! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh, da mach doch nicht die nächste Tür auf! Wo? Mach doch nicht die nächste Tür auf! Ich war gerade am Zielen! Ah! Hallo? Reacten? Hallöchen! Hallo? Willst du mich hier schaukeln? Natürlich, wenn du dich auch willst, muss ich nachladen. Das ist auch mal wieder so typisch. Ich mag dich nicht. Verreck! So, ein Problem weniger. Wow! Zombies im Nachtmodus! Bringt euch in Sicherheit! Oh, hi, bist du da? Ha! Reflexe sind das hier! Na, da wird man ganz schön neidisch, wa? Wie hab ich denen gerade kaputt gehauen? Hast du mich kaputt geschossen? Keine Ahnung. Ich sniper hier einfach mal rum. Oh, viel Spaß. Ich bin schon fertig. So, hier drin ist nichts. Oh, Sniper-Munition. Hier ist auch nichts. Unspektakulär. Hier in irgendeinem Bankraum drin, das weiß ich ganz genau. Soll ich eine Tür öffnen? Was war denn hier? Da war nur. Kann ich nicht durchtöten? Das ist eine neue. Warte, das ist mein Sniper. Nein. Sag ich doch. Du hast nur gesagt, das wäre die neue. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Soll ich die auch machen? Ja, bitte. Ich stehe hier schon im Kampf bereit. Helena, bitte etwas schneller. Da fällt noch einer runter. Der andere. Nein, ja. Wo ist der denn hingezaubert? Hat der sich denn hingezaubert? Keine Ahnung. Oder bleibst du liegen? Hier war kein Grün, das ist vielleicht im nächsten Raum. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass in einem von den Dingen Kraut stand. Oder es ist vielleicht auch ein Ding weiter. Gut, dass das Ding schon tot ist. Ja. Gucken wir mal hier durch. Da ist das Kraut und ein Schreihals. Das ist die Nummer. Soll ich die öffnen oder was? Boah, musst du wissen. Musst du wissen. Also das Kraut könnten wir schon ganz gern gebrauchen. Gut, dann meiße auf. Ja, ich. Egal, fiesen Sprengsatz hin.
Sagst du mir einmal die Zahl? Ich habe es jetzt nicht gesehen. 1, 0, 2. Komm raus, komm raus, komm raus! Wo ist die Tür? Ach, ich drück einfach mal. Hast du dich gerade selbst mit in die Luft gelegt? Hm. Ja, und er lebt. Er hat das überlebt, dieses Sackgesicht! Pass auf. Sackgesicht. Da ist jemand stolz. Yeah. Bin nur froh, dass mir auch mal ein Gag geglückt ist. Ich habe keine Ahnung, ob es richtig ist. Also, ich fühle mich hier drin ziemlich sicher. Okay, ich mache einfach mal auf. Das war so klar. Wenn ich bedenke, dass ich das beim ersten Mal auch annehmen konnte. Naja, haben wir etwas zu tun. Keine Zipper. Deswegen, ja. Okay, ich mach einfach mal. Was ist denn? Aua! Ich hab nicht gesehen, was du bist. Ich dachte, du wärst ein ganz normaler Zombie. Du, Wicht, geh weg, geh weg. Ich hab keine Ahnung. Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Oh, gehst du tot, Mann? Sag mal, ist der giftig? Denkst vor mir den Kopf in diesen ekligen Schleim. Zombie. Komm her, du blödes Arsch. Ich mach dich kaputt. Los, Helena, gib's ihm. Ich hab's ihm gegeben. Super, und ich hab jetzt keine Pistolenmunition mehr. Und ich muss mich ausruhen. Und hier drin ist keine Pistolenmunition. Ja, ich glaube, ich jetzt gut wie nackig durch die Gegend. Das heißt, es ist mal. Ich zieh dich wieder an. Was wäre ich nur ohne Mama? Kind, wie läufst du schon wieder rum? So, probieren wir nicht mal die nächste Tür. Ich bin verdammt. Achso, die gibt's gar nicht. Es gibt eine Nummer, die gibt's nicht. Also das ist eine 2 und eine 0. Ja, ich deswegen dachte ja, wo ist eigentlich. Ah, ich probiere jetzt einfach was. Ich stell Nein, mich das ist wahrscheinlich. Ich stelle mich einfach zu dir, da fühle ich mich sicher. Ich glaube, dann geht da unten die Tür auf. Ist ja auch egal. Okay, ist das egal. Du machst das schon! Achso, ich habe die Tür geöffnet. Ich habe die Zahl davon vergessen. Mein Gott, ich blamier mich hier. Ach, wir werden es überleben. Das habe ich auch schon gehabt. Ich fange einfach mit einer 0 an. 0, 1, 2, 0, 2, 1. Ah, seh ich's ja. Es geht doch. Sesam, öffne dich. Mein das Gott. Ist die Macht von Jutes. Echt? Ich verkacke bei dem Rätsel sowieso immer total. Ich beim ersten Mal bin ich so, ach ja, das geht ja ganz einfach. Und zack, 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 fertig. Echt? Und jetzt? Vorsicht, eine biologisch gefährdete Zone. Standst du da dran? Ui, hab ich gleich gelesen. Ja, der Stuhl ist auch biologisch sehr gefährlich. Ja, weißt du, wer da alles drauf Du hast drauf gesessen. Heißt das, du bist auch biologisch betrogen? Weil es ist auch einfach nur ein Fake, damit keiner reingeht. Hm. Naja, aber wenn du bist eine biologische Bedrohung, du machst doch hier die ganzen Zombies platt. Und die sind biologisch. Okay. Ich habe zumindest noch nie einen Zombie aus Plastik gesehen. Au, den habe ich auch nicht gesehen. Geh weg! Danke. Leg noch. So ein fieser Onkel Doktor. Aber stirbst du doch mal? Er ist tot. So. Und wieder habe ich es dem Arzt gezeigt. Ach, ja. Das ist der Grund, warum ich nicht zum Arzt gehe. Hallo, jemand zu Hause? GEZ, heute schon gezahlt? Ja. Versteckt im Fernseher. Also die Pistolenmoni, die muss ich leider konfiszieren, die war nicht angemeldet. der wehende Vorhang, durch den man durchgehen kann. Wie er flattert wie ein Orkan. Ich geh mal durch die Tür. Warte, geh nicht ohne mich! Hier ist es so dunkel. Ich stolper. Über ein... Ja. Lecker. Ich geh mal da rein. Aua. Nein, also hier ist sie definitiv nicht. Hey, das war ein schöner Papierregen. Kirsten. Ja, toll, bei mir war Uah! Was zur Hölle? Ich hab den Onkel Doktor gefunden. War er auf dem Klo? Ja, da bin ich auch angefressen. Entschuldigung. Hab ich mich jetzt erschrocken. Aber das war ja nur ich. Ich konnte mir das Klo angucken. Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Ja. Interessant. Den hatte ich auch schon gehabt.
Oh, der ist ja schon tot. Ja, den habe ich sauber aufgespießt. Sehr gut. Nur tote Zombies sind gut. Wenn du den... Warte mal, gib mir mal Rückendeckung. Vor. Ey, wo ist er? Na, falscher Raum. Ja. Dann war es im anderen Raum. Wer braucht so viele Toiletten? Ist das hier eine Schulklasse oder was? Keine Ahnung. Hui! Machen wir mal alles kaputt. Und dich ganz besonders. So. Ich hab Punkte. Dachte man, wir haben noch einen. Hallo? Na, wo kommst du denn her? Ey, sag mal, das ist ja wohl nicht normal. Danke. Bitteschön. Stopp. Ach, was ist denn hier mit den Zombies los? Haben die hier irgendwas geschluckt? Tabletten? Ja, ist wahrscheinlich. Ah, hier ist auch noch einer. Hier war einer. War es genau, das richtige Wort. Ist er tot? Ist er tot. Ist der helle. Was? Also die Schattenwirkung von dem Ding, guck dir das doch mal an. Voll unheimlich. Allein der Vorhang. Was war das Unheimlichste an dem Spiel? Die Vorhänge. Und die Texturen. Was sonst? Ja, hattest du keine Angst vor den Zombies? Nö. Welche Zombies? Im Vergleich zu den Texturen waren die nur halb so unheimlich. Na, vielleicht für irgendwelche Designer oder sowas. Das ist bestimmt schon grau. Umhänge des Todes. Ich meine eher so, Texturen, die so scheiße aussehen. Ja. Das ist blanker Horror. Verwaschene Texturen. Ich bin eine Grafikhure, ich mag das nicht. Dieses Banding. Ich krieg Augenkrebs. Ja. So ungefähr? Gut möglich. Ja, vielleicht. Man spekuliert. Ja, jetzt kommen wir nicht zu. Erstmal, oh, was ist das? Keine Blu-ray. Helena, das passt nicht in den DVD-Player. Ich weiß nicht, wo ich das reinpacken soll. In den Blu-ray-Player passt es auch nicht. Ich kann damit nicht anfangen. Es ist antik. Siehst du, das sind Kämme. Aha. Also nicht das, was dieses schwarze Wasser so durchgeht, sondern diese Streifen. Ach so. Das sind Kämme. Ah. Ja. Und siehst du, wie das Bild so ein bisschen leicht zittert? Ja. Das liegt an den Kämmen. Verstehe. Und ja, das ist sehr hässlich. Das hat man nicht gerne in einem analogen Video. Also derjenige, der das gedreht hat, gehört... Dem gehört die Hand abgehackt. Der sollte nie wieder irgendwas aufnehmen dürfen. Weil ja, der hat keine Ahnung. Deswegen ist es wahrscheinlich auch auf einer Videokassette. Puh, da stand sogar drauf, Video. Bloß eine Firma draufschreiben. Ey, guck mal, die haben hier Flachbildmonitore, aber einen Kassettenrekorder. Ja, weißt du, wie alt die Aufzeichnung ist? Das ist genauso so toll wie der Röhrenbildschirm in China. Ja. Aber dieses super Holo-Ding von Finn. Mhm. Ach ja, Resident Evil, voller technischer Wunder und Innovation. Gehst du schon mal vor? Ja, soll ich dir die Nummer zeigen? Ja, ich glaube, ich ahne, welche das war. Aber 210 oder 01? 01. Fast. Diddlidlidlid? Ich gehe schon mal. Oh, lass mich alleine. Schaffst du schon. Ich habe viel zu viel Angst alleine. Los, Leon, du schaffst das. Also, liebe Zombies, ich weiß zwar nicht, wo ihr seid, aber verpisst euch. Hier bin ich zu Hause. Das gehört jetzt mir, das ist jetzt mein Labor. Hier willst du wohnen, oh mein Gott. Oh, das ist ein bisschen überholungsbedürftig, aber ist ein gutes Geheimversteck. Oh, ich hasse diese Stadt. Hier finden mich die Zombies nie. Ich glaube, bevor wir damit anfangen, würde ich einmal einen Cut vorschlagen. Yeah. Wir cutten. Damit wir auch uns auch nochmal seelisch auf dieses Spektakel. Ich brauche jetzt erstmal einen Glücksbringer-Schoki. Ja, gut. Wir ziehen uns und eine schmeckt gut Energy Drink. Wir ziehen uns mal eben unsere Aufpuschmittel und Drogen rein und dann sind wir gleich für euch da. Drogen sind schlecht, bitte nicht nachmachen. Nein, das sind böse Sachen. Das sind Schokolade. Genau. Die süße Verführung. Also dann, bis gleich, Leute.